Heute im Autotest Schwaben Review, also im Gebrauchtwagen-Test, haben wir einen VW Passat B8. Dieses Mal haben wir die Limousine, ausschließlich die Stufenhecklimousine. Ich habe mir gedacht, weil die Limousine mittlerweile recht günstig angeboten wird und ein echter Schnäppchen ist auf dem Gebrauchtwagenmarkt bis zu 1500 Euro unterhalb des Varianz angeboten wird, habe ich mir gedacht, nehme ich die Passat Limousine auch in den Gebrauchtwagen-Check separat mit hinein. Ich finde, die Limousine hat es durchaus verdient, weil sie ist ein sehr schönes Auto, die Passat Limousine, vor allem vorne wie hinten, ein elegantes Design, erinnert so ein wenig an Audi. Auch die Qualitätsanmutung und Verarbeitung ist hervorragend bei diesem Auto. Da passt wirklich alles. Wir haben hier 5 Fahrzeuge, allesamt Diesel. Wir haben hier Leistungsspannen, leider haben wir keinen Benziner hier. Die Benzin sind eher nicht ganz so gefragt wie die Diesel. Wir haben hier jeweils Leistungsstufen von 150 PS, 190 PS sowie hier den stärksten mit 240 PS, 2,0 TDI. Es gibt natürlich auch noch sehr schöne Benzinmotoren, den 1,4 TSI, der leistet 125 Pferde. Dann haben wir den 150 PS 1,4 TSI, dann den 1,8 TSI mit 179 PS. Dann gibt es noch zwei 2,0 TSI, die leisten 220 bzw. 280 PS. Das war es dann auch schon mit dem Leistungsspektrum. Einen V6 gibt es leider nicht mehr. Beim Passat hätte ich eigentlich auch gerne mir gewünscht, so ein Benziner mit so, ja, so 300, 400 PS wäre nicht schlecht beim Passat, würde dem Auto gut stehen, gibt es aber, wie gesagt, leider nicht. Es gibt auch keinen V6 TDI mehr, wie es einst beim Passat gab. Ja, und hier haben wir schicke Farbauswahl. Hier haben wir Wackbraun, so heißt diese Farbe. Dann haben wir hier Tungstensilber, das schlichte Weiß, klassisches Silber sowie ein wunderschönes Schwarz. Das sind so die beliebtesten Passatfarben bei der Limousine. Auch ausstattungstechnisch ist der Passat schon ab der Grundausstattung Trendline gut ausgerüstet. Es gibt dann die Comfortline-Ausstattung, die ja natürlich richtig viel drin hat, sowie die richtig gut ausgestattete Highline-Version, wie wir sie hier haben. Ja, der VW Passat hat eine ausgezeichnete Verarbeitungsqualität, ein tolles Design. Als Limousine hat er trotzdem sehr viel Platz. Der Kofferraum fast über 560 Liter Volumen. Dann hat er im Vorplatz wie ein Mercedes S-Klasse fast. Aber auch 7er BMW kann er damit gut konkurrieren. Zu den besonderen Stärken und Schwächen beim Passat B8 Limousine zählen das hervorragende, schöne Design, zeitloses Design, hochwertige Qualität, fast schon auf Audi-Niveau. Dann haben wir natürlich als Pluspunkt sehr gutes Platzangebot im Vor- und im Kofferraum. Der hat richtig viel Platz. Dann durchweg solide Motoren, obwohl auch TSI und TDI-Motoren gelten als gleichmäßig solide, und ein tolles Fahrwerk sowie eine hervorragende Lackqualität. Deshalb bekommt der Passat als Limousine B8 ein besonders empfehlenswert und 5 Sterne.